liebe Freunde, und heute habe ich ein sehr wichtiges Video, wirklich was sehr wichtiges, was ich drum wünsche. Ich wünsche mir, dass ihr das verbreitet und möglichst vielen Leuten schickt. Und ja, wäre echt nice, vielleicht mal noch eine Petition, mache ich jetzt dann vielleicht auch, starte ich mal. Und ich schreibe auch den bestimmten Leuten einen Brief und ich will euch gleich mal zeigen, um was es geht. Bis gleich. Bah, meine Freunde, was sind das für Zahlen? Ich werde es euch erklären. Ihr kennt alle sicher die GEZ-Gebühren, die Rundfunkgebühren, die jeder zahlen muss, der eine eigene Wohnung hat. Und auch ich bin nicht verschont, meine Waschmaschine ist fertig, das interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Und ich werde mal zeigen, warum ich dagegen bin, was ich für Unkosten habe im Monat und weshalb ich sie nicht zahlen möchte und schaue, ob ich eine Lösung finde und wie krass frech das von denen überhaupt ist eigentlich. Jo, meine Freunde. So, meine Freunde, jetzt habe ich erstmal kurz hier eine Auflistung. Das ist mein Einkommen, 520 Euro. Kindergeld, 184 Euro, das im Monat kriegst, und 704 Euro im Monat. So, was geht davon weg? Handyvertrag habe ich 40 Euro, muss ich bald kündigen, weil sonst wäre es eh scheiße, weil ich da noch drauf zahle. Internet 30 Euro, ist eine Berechnung, was bei O2 ich Internet habe, sonst kann ich keine YouTube-Videos mehr machen, wäre noch lustiger. Rollersprit, ich habe einen Roller und der kostet, sag mal, im Monat 40 Euro, vielleicht weniger, das ist ein bisschen gerundet, genauso mein Einkommen ist ein bisschen gerundet. Rolleröl kostet natürlich auch Öl, 20 Euro weniger. So, warum ich jetzt im Monat 200 Euro Lebensmittel habe, hat den Grund, ich brauche pro Woche früher, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, muss ich auch noch, sagen, meine Lebensmittel selber kaufen. Das heißt, normalerweise wären das 30 Euro gewesen. Da ich jetzt aber die Sachen wie Konserven, Nudeln, Soßen, weiß der Geier, Zucker, Salz, weiß nicht, solche Sachen nie selbst gekauft habe, sondern nur so Joghurt, Wurst und Brot und sowas alles, nicht mal auch nicht Getränke, rechne ich jetzt aber mit 200 Euro Lebensmittel. Das kann auch weniger sein, das ist jetzt einfach mal, ich habe gesagt, 20 Euro pro Woche für Trinken und so, für Nudeln und so, sollte vielleicht drin sein, sag mal 200 Euro. Könnten vielleicht auch weniger sein, ist ein Lebensmittel. Miete ist ein 300 Euro, 380 Euro fest. Dann ist geschrieben Körperpflege und Duschputzmittel. Naja, ich meine, ich brauche Haarshampoo, ich brauche bestimmte Cremes. Ist halt für meine Gesundheit so. Putzmittel, ich muss meine Badewanne putzen, Klo putzen, ich muss abwaschen mit Spülmittel, solche Sachen. Könnten 20 Euro im Monat sein, vielleicht auch weniger, ich habe es bisher nicht ausprobiert. So, was brauche ich noch? Ich brauche eigentlich noch Möbel für meine Wohnung. So ein paar Sachen fehlen halt noch, so ein paar kleine Schränkchen. Sind eigentlich sehr wichtig, weil sonst weiß ich nicht, wo meine Sachen tun soll. Wo ist dann das Geld für die Geburtstage? Weil ich muss ja mal, ich sollte schon mal was Leuten was schenken, vielleicht meiner Mutter, am besten was meiner Mutter zum Geburtstag, was, vielleicht eine Kleinigkeit Pralinen, aber ich werde auch sehen, dass das nicht drin ist. Weihnachten, Muttertag, noch Ostern, Leute, wo bekommt denn das hin? Ich habe eine Rechnung insgesamt von minus 26 Euro, meine Freunde. Das sind die Kosten, die ich schon habe. Jetzt kommen die GEZ-Gebühren, 17,50 Euro pro Monat Rundfunkgebühren. Ja, meine Freunde, so ist es. Sagen wir alle, ja, ausziehen wäre so toll von zu Hause, aber ihr habt es jetzt gesehen, was das für eine Scheiße teilweise ist. Und die GEZ, meine Freunde, warum zahlt man die? Weil die Sender Geld brauchen, weil ja die extra für uns diesen tollen Service haben, dass wir Radio hören können und ZDF und ARD anschauen können im Fernsehen. Und jetzt halt stopp, meine Freunde, halt stopp. Es kommt noch was Geiles. Es ist einfach so, ich muss gerade mal Brille aufstehen, hihi. Ich habe jetzt auch kein Fernsehen. Ich kann nicht Fernsehen. Ich brauche noch, ich müsste bei Kabel Deutschland oder sonst wo noch einen Fernsehanschluss mir holen und dann könnte ich überhaupt mal Fernsehen gucken, weil habe ich ja hier noch. Ich habe nur Internet. Ich habe kein Fernsehen. Das kriegt man nicht automatisch. Es würde nochmal extra kosten und da ihr seht, dass ich minus 26 Euro im Monat überschlagsrechnungsmäßig habe, keine Ahnung, wo sie halt herkommen soll. Ich muss weniger essen. Jetzt habe ich das Glück, dass ich in der Arbeit was essen darf, von den Sachen, großes Lob an meinen Chef übrigens, ist schon mal mega nice, weil da muss ich vielleicht weniger für Essen ausgeben, aber, und vielleicht bei meiner Freundin nicht, weil muss ich auch nichts essen zahlen. Das ist vielleicht, das kommt wie Almosen schon bei mich rüber. Und dann, für was wollen die 17,50 Euro monatlich haben? Es ist vielleicht nicht viel, aber für was? Ich kann nicht Fernsehen, an mein Handy höre ich kein Radio unterwegs, weil es immens Internet kostet, Internetvolumen kostet. Am PC, naja, dann höre ich halt den YouTube die Sachen an. Mein Gott, wenn ich Lieder hören will, wie doch die, ich glaube, bei Rundfunkgebühren sind auch die Radiosender auch dabei mit Antenne Bayern und sowas alles. Dann höre ich es halt hier bei YouTube an, mein Gott. So oft höre ich die Musik oder ich kaufe mir halt einfach meine Musik und habe ich sie halt, mein Gott. Was für noch Auto? Na Leute, ich habe nur einen Roller. Ich kann am Roller kein Radio hören, tut mir leid. Und jetzt wollen die von mir 17,50 Euro für was? Für was wollen die jetzt von mir monatlich 17,50 Euro? Ich weiß es nicht. Und ich werde den mal zumindest erstmal einen netten Brief schreiben. Und ich werde dann mal zeigen, den Ausdruck zeigen kurz. Und dann wechseln wir weiter, meine Freunde. Bis gleich.
So, meine Freunde, ich werde es mal schnell durch auf durchlesen. Ihr könnt auch selber mitlesen, für die, die wollen. Sehr geehrte Dienemeyer, ARD, ZDF und Deutschland bieten endlich ein hochwertiges, da wird man schon schlecht, hochwertiges, unabhängiges und vielseitiges Programm und rund um Politik, Wirtschaft, halt die Fresse, ist egal. Seit den ersten, genau, über Radio, TV, Computer, Smartphone ist ja da. Seit dem 1. Januar 2013 geht für den geräteunabhängigen Rundfunkbetreiber Rundfunkbeitrag. Das heißt, es ist nicht mehr entscheidend, ob und wie viele Rundfunkgebühren Rundfunkgeräte vorhanden sind. Es gilt eine Wohnung, ein Betrag. Wir bitten Sie zu prüfen. Zahlen Sie oder, das ist nur, das sind Mitbewohner, das ist eigentlich scheißegal. Ich schaue mal, ob ich denen eine E-Mail vielleicht schreiben kann. Das wäre echt super nice. Genau, sollten es immer 5 Wochen nicht kontaktieren, gibt es eine Strafe und so weiter und so fort. Natürlich kostet hier die Hotline kostet natürlich wieder Geld, das war natürlich ja ganz klar. Sollte schon mal auf die Rückseite, das ist nur das Anschreiben, das ist richtig schlecht, da kotze ich gleich drauf. Informationen zum Rundfunkbeitrag im privaten Bereich. Seit 1. Januar ist für jede Wohnung ein Rundfunkbeitrag total. Es spielt keine Rolle, wie viele Personen in dieser Wohnung leben und wie viele Rundfunkgeräte vorhanden sind. Die Beitragspflicht steht unabhängig von tatsächlich vorhandenen Rundfunkgeräten. Also wenn man nichts hat, wenn man alleine irgendwo eingezogen ist, wenn man keine Geräte hat und völlig auf Elektronik verzichtet von Geräten, muss man trotzdem was zahlen. Das ist auch toll, meine Freunde, meine ich. Ja, wer ist beitragspflichtig? Beitragspflichtig ist jede volljährige Person, die eine Wohnung innehat. Als Inhaber wird die Person vermutet, die Wohnung selbst bewohnt, beziehungsweise nach dem Melderecht in der Wohnung gemeldet oder im Mietvertrag als Mieter genannt ist. Also ich leider schon. Ich komme die Sache halt, ist die Anschrift richtig? Nein, ja, wann ich die Wohnung habe, ob ein Mietbewohner diese hat, bla 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 bla, blub blub blub. Da ist noch der Rundfunkbeitrag, seht ihr hier unten. Wie hoch ist der Rundfunkbeitrag? Also einmal monatlich ist es 50, ein Drittel vom Monat sind 5,83 €, 3 Monate, 52. Schau, für 3 Monate zahle ich 52,50 €. Ich verstehe den, haben die auch richtig gerechnet? 1734, ich glaube mal nicht unbedingt. Ich weiß es nicht. Ich rechne es auch jetzt nicht nach. Aber es nervt einfach, dass man für so ein scheiß Geld zahlen muss. Weiß der Geier auch warum kurz der 5 mal. Ja. Wenn man was zahlen muss, muss man die Kontoverbindung angeben, aber bevor ich das überhaupt mache, meine Freunde, ja. Bevor ich das erstmal mache, will ich dir erstmal einen Brief schreiben und fragen, vielleicht mit dieser Überschlagsrechnung, ob sie es mir lassen können oder ich bin vielleicht gern bereit, wenn ich ausgelernt habe, viel Geld verdienen. Dann kann ich sagen, ja, nee, dann zahle ich es halt einfach. Mein Gott, zahlt halt jeder. Aber wie können die einen so ausbeuten? Was soll das für eine Scheiße sein? Ich benutze das nicht. Ich höre kein Radio. Ich schaue diese scheiß Fernseher nicht an. Wenn, dann gucke ich ProSieben online und das war's. Das war's. Ich guck das nicht an. Was soll das sein für eine Scheiße? Mann, meine Brille rutscht wieder runter. Ich verstehe das nicht. Das ist so ein Schwachsinn. Warum muss man so einen Schwachsinn zahlen? Deswegen starte ich eine Petition online. Ich erbitte euch darunter zu unterzeichnen gegen GEZ-Gebühren oder vielleicht zumindest mal eine Minderung. Vielleicht mit einer Minderung, dass man oder vielleicht dass Azubis oder Studenten das nicht zahlen müssen und vielleicht erst danach halt vielleicht ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt das alles Verhandlungsbasis, aber so viel Geld zahlen, wenn man nicht mal das anhört, das ist ja ein Schwachsinn wirklich. Und ja, meine Freunde, auf jeden Fall. Was haltet ihr davon? Ich finde es mega scheiße. Schreibt es mir in die Kommentare runter und das werde ich an jede Facebook-Pinnwand posten von meinen Freunden, die ich überhaupt finden werde. Vielleicht. Manchmal wird es aufregen, aber es ist echt wichtig, meine Freunde, dass wir die Petition noch vorantreiben und schauen, was wir erreichen können, eventuell. Und ich würde sagen, vielen Dank, meine Freunde. Petition dauert vielleicht ein bisschen, vielleicht kommt zuerst dieses Video hoch und dann die Petition, weiß ich noch nicht. Und ja, vielleicht werden wir es erreichen und ja, bis bald. Eure Kommentare bitte, Daumen hoch. Gebt mal einen Daumen hoch nach hoch, falls ihr gegen GEZ-Gebühren seid oder sie auch nicht so mögt oder schwachsinnig finde, wie ich euch erklärt habe hier jetzt. Ja, bis bald. Euer Punishim und ciao.